Jo, meine Freunde, was geht? Serdar wieder am Start, neues Road to Legend und wir legen wieder los. Wir machen da weiter, wo wir im letzten Road to Legend aufgehört haben. Hier, wenn ihr das Deck nicht kennt, dann schaut euch schnell das letzte Road to Legend an. Ich verlinke es hier schnell und wir beginnen mit dem ersten Game. Puh, Rank 4, Garrosh. Könnte ich eventuell behalten. Ich spalte lieber den. Okay. 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 Was geht? Ey, das ist relativ dumm, aber das muss ich machen, damit ich den clearen kann, weil ich weiß nicht, was das für ein Deck ist. Ich denke nicht, dass er jetzt eine Waffe hat. Das wäre auf jeden Fall zu krass. Agro Warrior. What the fuck? Agro Warrior. Ey, wir haben hier den ultimativen Konter. Aber dass das auf Rank 4 gespielt wird, das wundert mich jetzt übelst. Scheiße. Das wundert mich jetzt echt krass. Schwere Axt, Mann. Wer spielt denn eine schwere Axt? Komm. Ja, okay, 3-3. Bam, bam. Ey, krass, kommt das Deck wieder, oder was? Also, es war noch nie richtig da, aber das wird ab und zu, habe ich das gesehen. Und das Deck überrascht einen halt mega krass. So, man kann es schwer kontern. Also, man kann es kontern, aber. Ey. Crazy stuff. Ja, seht ihr jetzt mal, wie ich das konnte. Relativ scheiße. Also ich muss auf jeden Fall jetzt zwei Runden überleben, damit ich den hier spielen kann. Bumm, nein, bumm. Der muss den auf. Ne, schafft er nicht. Arkanschen da auf den Kopf. Das wäre auf jeden Fall Hammer. Mehr oder weniger Hammer. Er braucht nur noch so einer, hat er gewonnen. Ey, meint er das jetzt ernst? Warte, damit das auf den Kopf geht, mach ich schon mal so. Wenn er jetzt Ansturm auf der Hand hat, 4 Damage, egal wie, dann hat er gewonnen. 4 Damage. Er hat schon einen mit Anschwung gehabt. Ey, das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so ekelhaft. Verpiss dich. Das ist so ekelhaft. Ruhe, Alter. Wenn sowas abfuckt. Was spielt er so ein Deck? Ist die Lampe kaputt gegangen? Was spielt er so ein Deck in diesem Rank? Spiel Agro Schaman oder irgend so ein Scheiß, aber dann ist nur Fuck-Deck. Aber jetzt habe ich genau die Lampe getroffen. Den rasiere ich jetzt tot. Naja, die Lampe ist nicht kaputt gegangen, damit ihr Bescheid wisst. 20-Euro-Lampe. Gehen ist einfach zu Schrott. Das war nur ein kleiner Ausrutscher gerade. Ey, ich sag's euch, spielt das Deck selber. Ihr werdet niemals so viel Glück haben wie der gerade. Ansturm, Ansturm. Arkanschnitter. Diesen Fuck-4-Angriff-Ding. In der Starthand. Diese Aufwertung, das sind. Ich sag nichts mehr, ne? Ich sag echt nichts mehr. Jetzt zum Glück liegt mein Handy nicht hier in der Nähe, das wäre echt geflogen. Jetzt ohne Spaß. Ich tue das ein bisschen weiter weg. Aber ich denke nicht, dass das nochmal passiert. Das Deck sehe ich auch, sage ich mal so.
in 200 Games einmal, naja, nicht mal. Ich habe es jetzt meiner gesamten Hearthstone-Laufbahn bis jetzt drei, höchstens viermal. Alle, okay, sagen wir mal fünf. Höchstens fünf, aber ich glaube echt genau dreimal habe ich dagegen gespielt. Viermal. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das selber erstellt habe, um zu schauen, wie sich das spielen lässt. Keine Ahnung, Mann. Ich wollte nicht so abtitschen vor der Kamera, das bisschen. Naja, egal. Wir sind ja real. Ich kann das auch rausschneiden. Tue ich nicht. Yes. Yes, of course. This. Hit this. This goes to face. Sprengfalle. Überlebt. Eiskältefalle. Ein Mana auf die Hand. It's okay. This clears this is not okay. This into ist auch noch. Ja, okay. 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 Ich überlege mal kurz. Ja, okay. Das. Das Sprengfalle Millionen Prozent. Den kann ich silencen, deswegen mache ich das so. Er wird trotzdem hier drauf gehen. Bam bam. Bum bum. Heal. Das. Heal. Ah, sollte machbar sein. Ich mache auch drei Spiele. Weil ihr seid das erste jemand, der nur 2 Minuten gedauert, denke ich mal. Und ja. Um euch auf dem Laufenden zu halten, erzähle ich euch mal kurz was zu meiner Twitch-Action. Mein Mainboard, das am Arsch war, wird mir neu geliefert, aber die müssen das vorher prüfen. Und ja, ich könnte jetzt echt lacken. Nee. Oder? Nee. Oder? Na. Ja. Und doch. Ich mach das so. Dann behalte ich meinen Charge. Komm. Ja, okay. Ich habe angerufen, weil ich habe noch keine E-Mail bekommen, nur halt, dass das angekommen ist da in der Firma. Mainboard wird erst geprüft. Dann krieg ich neues, je nachdem, wenn es wirklich defekt ist oder nicht. Die Sache ist. Prüfen dauert jetzt eine Weile, weil. Boom. Weil. Soll ich schlacken? Nee. Weil, warum? Ah ja, wegen Weihnachten jetzt. Ist halt eine Menge los in der Firma, kann ich auch nachvollziehen und. Ja. Muss ich halt ein bisschen was warten. Ich fahre jetzt nach Bayern, wenn ich von Bayern zurück bin und nach Weihnachten dann immer noch keine E-Mail bekommen habe, irgendwie. Dann sage ich denen ja. Ich will kein neues so zugeschickt bekommen, ja. Dann sage ich denen, sagt mir einfach Bescheid, wenn es geprüft worden ist und schickt mir das Geld. Und dann hole ich mir direkt, wenn ich zurück bin, ein Mainboard aus dem Laden. Kostet ja auch höchstens 2, 3 Euro mehr, 4 Euro, keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht die Welt, wie eine Scheibe. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gespielt habe. Ja, ist egal. Deswegen ja, so mache ich das. Bis dahin geduldet euch. Bleibt geduldig, mein ich. Und zu Weihnachten eine schöne Geschenkidee ist auch. Also ihr nehmt euch so einen Zettel. Schreibt da drauf. Sado twitcht bald. Nach Weihnachten. Ja, das wäre eine gute Silvester, wär ein gutes Silvestergeschenk, weil man zu Silvester auch nicht so viel Geld ausgibt. Ihr kauft euch dann so für 50 Cent so eine Karte, wo man auch so Happy Birthday und so reinschreibt. Gibt es ja in jedem Shop. Was heißt Shop? Gibt es in jedem Supermarkt, was weiß ich was. Schreibt da schön rein. Sado twitcht bald. Ich habe mich auch Sado nennen. Twitch schräg irgendwie sowas, ja. Ihr wisst, was ich meine. Naja, egal. Zu viel gelabert, es geht weiter. Ich weiß gar nicht, was das gerade sollte. Soll ich stehen? Soll ich stehen? Nö, ich mach den. Den. Bam, 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 bam.
nächste Runde heal. Oh yes, oh yes. That's awesome, Alter. Das ist, that's how you fucking roll, motherfucker. Okay, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so, GG. Danach kriegt ihr noch ein Game. Dann bin ich ja wieder plus ein Stern, wenn ich das nächste Game gewinne. Ja, schneller Schuss. Ist okay. Sprengfalle. Ich glaube. Nein, doch klar haben wir gewonnen. Der kriegt jetzt noch plus 1. Also wir hätten noch so ohne dieses Ding hier gerade gewonnen. So, GG, Bo, D. Das war schön. Hä? Hä? 3? Warte. 1, 2, 3. Ah, okay. Okay. Nächstes Game, nächstes Glück. Jaina gegen Uta. Matchup gegen Magier. Lass mich nicht lügen. Den können wir nicht gebrauchen. Ja doch. Wenn das Meshmage ist. Obwohl Meshmage ist jetzt echt häufiger vorgekommen sogar als Tempomage. Das müsste eigentlich Tempomage sein. Soll ich? Ja, ich. Es besteht die Möglichkeit, noch einen Two-Drop zu ziehen in der nächsten Runde, dann kann ich die spielen. Habe ich zwei Mana-Karten auf dem Feld. Das ist Hammer. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Kann stehen so, nächste Runde, Dam, Dam, Bam, Bam. Den könnte ich sogar spielen. Muss ich aber nicht. Ja, er hat nichts auf der Karte. Auf der Hand, was war auf der Hand? Boah. Ich könnte jetzt echt. Boah. Ich könnte jetzt darauf aufbauen, aber das wäre echt auch too much bisschen. Deswegen mache ich das lieber so. So. Das müsste zu 80% Mirror Entity sein. Ja, er hat, ich weiß nicht, der hat auf jeden Fall starke Zauberkarten auf der Hand. Und Antonidas und so, denke ich mal. Und den clear ich. Den soll ich den spielen? Nee. Ich diene dem Feuerfürsten. Auf dem Kopf oder was? Das war halt einfach gespielt so, ist jetzt eigentlich schon, na gut, ich kann Reno Jackson ziehen. Okay, ich kann noch weitere Karten ziehen eigentlich, ist nicht vorbei. Eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so scheiße gespielt habe. Ich habe die Hoffnung relativ, ja, auf dem Kopf beide, ja. Ja, es kann noch spannend werden, wenn ich jetzt Reno Jackson ziehe. Nope. Oh Mann. Ja, er kriegt jetzt noch ein Game.
weil zwei Games waren so zu fast. So, Freunde der Sonne, das war's mal wieder mit Road to Legend und war eine nette Folge eigentlich. Ich meine, der Warrior am Anfang, Agro Face Kack Weapon Warrior oder wie das heißt, ich weiß auch nicht, kam wie aus dem Nichts. Deswegen vergessen wir das mal und vergessen wir auch meinen kleinen Ausraster. Was bleibt mir da noch zu sagen? Ja, heute, also da, wo das Video rauskommt, bin ich auf dem Weg nach Bayern oder ich bin schon da, abends wahrscheinlich, ja. Ich bin schon da und habe Geburtstag, werde meinen Geburtstag ein bisschen da mit meiner Familie feiern und Freunden. Morgens an Weihnachten und Heiligabend besser gesagt. Ich wünsche euch schon auf jeden Fall viel Spaß mit eurer Familie. Beendet das Jahr schön. Feiert, habt Spaß. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann bis Silvester auf jeden Fall nochmal. Am Sonntag bin ich zurück, dann seht ihr verspätet das Kartenchaos. Ja, dann sage ich mal so, bleibt geschmeidig und peace out und ciao, ne? Tschö, tschö, tschö.